Ja, 3 Jahre später, lieber Fauli, und da sind wir wieder im selben Park. Und schon genauso aus wie vor 3 Jahren. Nein, oh, sind nur schöner geworden. Ja, greif wie Wein. Wieder mit dem Honda Super Cup, den wir ja 2019 schon getestet haben, gemeinsam. Nur damals konnte man nicht gemeinsam fahren, heute schon. Und ich kann gleich sagen, normalerweise sind wir ja sehr penibel, dass wir die Fußrasten wieder raufgeben, dass man ja nicht irgendwie mitkriegen könnte, dass wir gemeinsam gefahren sind, was wir urgern machen. Nein, natürlich nicht. Ich hasse es mit dem. Aber heute ging es tatsächlich darum, dass wir gemeinsam fahren. Und ich habe gesagt, na, heu, fahr du einfach, weil du so gesagt hast, ich kann mit dir nicht mitfahren, das ist schrecklich. Und dann sind wir aber doch. Genau. Nee, haben wir doch auch gewechselt. Und wir fahren gemeinsam und dann passiert gleich der Stunt, den wir euch jetzt einblenden. Genau. Das passiert, wenn ich mit dem Fauli hinten mitfahren will. Also, ja. Nein. Honda Super Cup jetzt im Jahr 2022 eben als Zweisitzer verfügbar. Oder nur mehr erhältlich als Zweisitzer, besser gesagt. Ja. Und auch leider, muss ich sagen, nur mehr in dieser Farbe erhältlich, in diesem Mattgrau. Muss ich persönlich sagen, ich finde es schade, weil davor gab es ihn ja in Blau-Weiß und in Rot-Weiß. Und ich finde, das waren diese klassischen Super Cup-Farben. Es war hübsch, es war verspielt, es war frech. Und das passt, finde ich, mehr zum Honda Super Cup als dieses auf cool, urban, mattgrau. Ja, ich bin ein riesen Fan von Hellblau, deswegen war der für mich der ultimative Super Cup. Aber ich finde das jetzt auch hübsch eigentlich, weil diese, ich sage einmal, diese Mischkulanz aus dieser klassischen Form dieses, muss man schon sagen, Nein, es ist kein Ranz. Es ist einfach dieses millionenfach verkaufte Ding in Asien, wo es eben zu fünft drauf sitzt und aufs Gewicht werden wir dann noch kommen auf die Zuladung. Aber die Mischung ist perfekt gelungen, dass das doch irgendwie stylisch und modern ausschaut. Der Scheinwerfer, das Rücklicht, dazwischen alles. Ich muss sagen, Fauli, ich finde das Design, also von der Grundform ansprechend, aber die Lackierung für 22 ist nicht mehr so meins, aber darum geht es nicht und vor allem, wenn man fährt, sieht man es eh nicht. Und wenn man hinten drauf sitzt, sieht man so nicht. Gar nichts mehr. Kein Licht am Ende des Tunnels. Na, ehrlich, das war eben, wir können es ja zugeben, wir waren zu schwer. Ja. Also das Ding an sich, dieser Super Cup hat 110 Kilo Eigengewicht. Wir haben sie mit 110,5 Kilo gewogen auf unserer Viehwaage, wo wir uns dann selber auch abgewogen haben. Aber dazu nachher, das ist echt ein Wahnsinn, ein Fliegengewicht. Ja. Und das zulässige Gesamtgewicht 260. Das heißt, ich kann 150 Kilo draufladen. Wir waren definitiv zu schwer dafür. Ich sage nicht, wie viel, paar wenige Kilo. Ja. Gell? Und man hat es ja eh nicht vorhin gesehen in unserer Intro und Abfilm. Also, wir sagen aber nicht, wie schwer. Nein, das ist eh wurscht. Jedenfalls war das dann trotzdem, sage ich mal, noch komfortabel und stabil zugleich, oder? Das stimmt. Weil wir sind ja natürlich zu zweit dann die Kurven gefahren. Und abgesehen davon, dass der Motor das alles brav mitmacht, ist auch das Fahrwerk nicht so, dass ich gesagt hätte, oh mein Gott, hau, lass mich runter, ich habe Angst. Das war voll in Ordnung. Wir sind einmal durchgeschlagen, wo ich sage, wenn das nicht passiert wäre, unfassbar, das ist fast schon unmöglich. Genau, beim Bahnübergang ist einmal Block gemacht, aber ist so und damit haben wir es auch einmal ausprobiert. Aber ich schon sagen muss, bei diesen schmalen Reifen habe ich wirklich jede Bewegung, die du gemacht hast, hinten komplett gespürt. Also dann auf den Boden runtergriffen hast, wie ein Wahnsinniger, hat sich dann nach hinten gezogen, also nach rechts gezogen. Also das spürt man schon, da muss dann der oder die Beifahrerin schon mitmachen. Was haben wir vorne an 70er? Also Breite, 70, 90, 17 und 80, 90, 17. Ja, also an 80er hinten, 70er vorne. Wahnsinn, das sind Daten, die muss man sich gar nicht merken, weil das ist so unüblich. Motor haben wir schon, glaube ich, erwähnt. Ja, neuer Euro 5 Motor. Neuer Euro 5 Motor von den Leistungsdaten her 9,8 PS statt 9,7 bei 7500. Völlig blunzen. Geht genauso wie die Vorgängerin.
Drehmoment 10,4 Newtonmeter, jetzt bei 6,250 statt 5000 vormals, merke ich jetzt auch nicht. Muss ich ehrlich zugeben, kein Unterschied beim Motor und beim Ansprechverhalten. Echt gut. So, in dem Fall wieder arbeitsfähig, oder? Genau. Macht alles, was du willst. Und die Schaltung ist halt wieder dieses Besondere. Wollen wir es noch einmal erklären? Ja, weiß nicht. Das ist eben diese Halbautomatik, wo du eben diese Wippe hast. Nach vorne steigen ist raufschalten, hinten draufsteigen ist runterschalten. Erster Gang vorne drauf, zweiter, dritter, vierter vorne drauf bis zum bitteren Ende. Genau. Wenn es dann vorne draufsteigt, tut sich nichts mehr. Hinten hingegen schaltest du runter auf dritte, zweite, erste. Und wenn du hinten noch einmal draufsteckst, bist du wieder in der vierten. Genau. Das ist halt auch dazwischen ist nur ein Leerlauf. Das Spannende. Dazwischen hast du den Leerlauf und findest aber alles gut. Ja, aber es ist eben ein Fahren ohne Kuppel. Man kann einfach bei der Ampel stehen bleiben, im ersten wieder losfahren, sogar im zweiten. Das schafft es. Also es ist schon ein cleveres System, weil es einfach in jeder Situation für Vortrieb sorgt. Selbst Erxenberg-Aufstücke mit uns zu zweit ist zwar nicht schnell gegangen, aber hat sich nicht verschluckt, ist nicht abgestorben, das hat es einfach gemacht. Du erweiterst einfach, finde ich, den Antritt. Weil ja. bei einem Automatikroller hast du das logischerweise nicht. Das zieht halt in einem durch. Es können auch spritzig und agil sein, aber das ist natürlich kräftiger. Ja. Und weil ich sage Roller, weiß ich nicht, gell? Ist es nicht einfach wirklich. Kein Roller. Nein, ich meine, natürlich haben wir halt auch nicht diese rollertypischen Punkte, die wir suchen, wie zum Beispiel Stauraum, weil unterm Sitz verbirgt sich nichts außer der Tankdeckel. Also ist hier komplett flach. Unter Zulassungsschein. Von uns. Aber das war's dann auch schon wieder. Ich habe gesehen, auf Facebook hat uns wer ein Bild geschickt, der hat sich den Rücksitz abmontiert und dann einen Topcase draufgegeben. Dann kriegt man Stauraum rein. Aber eben auch durchs Fahrverhalten, durchs Schalten, weil man kann mit dem wirklich Vorgas geben, zum Runterschalten die Drehzahl anpassen. Das geht mit dem, es macht richtig Spaß zu fahren. Für mich ist es kein Roller, es ist kein Motorrad, es ist einfach so ein Leichtkraftfahrzeug, glaube ich, sagt man, so mittendrin. Ich würde es jemandem empfehlen, der ein Motorrad hat und für die Stadt was Spritziges, anderes, Lustiges haben will, um von A nach B zu kommen, weil Verbrauch ist auch gering, 1,5 Liter braucht er, Tankvolumen 3,7 Liter, das heißt, man kommt über 200 Kilometer weit. Das ist in Ordnung für ein Stadtgerät. Und vor allem, wenn man will, kann man halt auch auf die Landstraße rausfahren, geht ein 100er und ist dabei eben durch die 17 Zoll Räder auch immer noch stabil. Der Vorteil ist halt jetzt, dass du es für zwei zugelassen hast, dass du zu zweit fahren kannst, wenn dem so ist. Den Helm müsst ihr halt dann mitnehmen. Bremserei, die Bremse ist eigentlich wirklich gut. Vorne das ABS, passt, super. Hinten hat es kein ABS, das heißt die Schleifungen, die wir gemacht haben, gehen auch noch immer und wieder. Und das Scheibe hinten, Trommel, dass man es erwähnt genau, haben. Genau, das passt. Aber es funktioniert gut, weil es eben auch nicht viel wiegt. Also da braucht man jetzt nicht die kräftigste Bremse, die überfordert niemanden, hat aber immer noch genügend Kraft, dass ich ihm zügig zu einem Kreisverkehr zum Beispiel hinrollen kann, mich davor schön einbremst, zwei, drei Gänge runterschalt, durchfahre und wieder durchziehe. Also es macht wirklich Spaß zu fahren, ich kann es nicht anders sagen. Armaturen vielleicht noch erwähnt, so, die Geschwindigkeit ist analoge Geschichte, die oben drüber rennt, eigentlich gut ablesbar, das heißt im Display brauchst jetzt nicht viel und da ist in der Mitte die Ganganzeige sehr prominent, die ich aber schon wichtig und leiernd finde bei dem Roller, weil da ich, muss ich gestehen, dann doch manchmal nicht mehr genau weiß, in welchem Gang bin ich denn jetzt eigentlich, drei oder vier. Und dann ist das einfach ja sehr, sehr praktisch. Preis vielleicht noch. Genau. Eigentlich, wer sich vorher schon dafür interessiert hat, also beim Vorgängermodell, weiß es ja, dass das definitiv kein Schnäppchen ist, aber du sagst, das gefällt jetzt die Farbe nicht, aber das Stylische ist da. Wir sind in Österreich, lustigerweise billiger als in Deutschland, wo ja eben die Nova sich bei so einem 125er nicht so auswirkt, bei 3.800 Euro, 3.97 in Österreich. Und die Deutschen wollen 4.099, also 4.1, 300 Euro mehr in Deutschland. Voll in Ordnung aber, muss ich sagen, es ist ja in Wahrheit 300 Euro auf ab für so ein Ding. Dass du es jetzt zu zweit fahren kannst, wir haben es, glaube ich, gut rübergebracht, dass es funktioniert. Weil wenn das bei uns, wenn das bei uns funktioniert, dann wahrscheinlich bei euch auch, so ihr nicht so viel liegt. Wir haben uns schon überlegt, Honda, gell? Zwei MotoGP-Piloten. Das geht sich locker aus. Der Marquez und der Takaki Nakagami, locker. Die können noch was dazu nehmen. Und genau, in Thailand oder so, wenn da fünf Leute drauf sitzen, das muss ja auch, dann sind es halt auch 200 Kilo. Wenn die 40 Kilo haben, die Kleinen, dann ist das voll in Ordnung. Aber es hat so viel und ist so sicher gebaut. Voll. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Und ja, man hat halt ein außergewöhnlich spaßiges Fahrzeug. Wem ich es empfehlen würde, weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich.
Du hast es schon gesagt. Jemand, der einfach was für die Stadt will, aber auch hier und da Überland. Und man muss sagen, der Beinschutz ist ja wirklich da mit dem Ding vorne. Windschutz so gut wie nicht, aber das passt ja trotzdem. Und eben zu zweit. Ja. Haben wir es am Punkt gebracht? Haben wir es am Punkt gebracht. Wir sind verletzungsfrei durchgekommen, trotz mörderischen Power-Wheelie. Den hast du noch immer in den Knochen, ne? Ja, das war nicht mehr okay. Ja. Weil ich fahre schon nicht gern mit dem Mitfolie und dann auf einmal ziehst du auf einen Supercup einen Power-Wheelie ab. Das war echt. Power-Wheelie. Ja, also von meiner Warte aus wär's das. Ja, ich bin auch fertig. Passt, dann gut. Sagen wir tschüss. Jetzt haben wir nämlich nicht ausgemacht, wer so das Ende macht. Danke fürs Zuschauen, sagst du. Vergesst nicht zu abonnieren. Gebt uns einen Daumen hoch. Und schaut alle anderen Videos auf dem Kanal. Danke. Tschüssi. Ciao.